Und weiter geht's. Und weiter geht's. Ich hoffe, der fürchterliche Ameisenmann ist jetzt nicht hier irgendwo. Ah, na gut. Sollte ich jetzt. Bin ich jetzt in Krüster? Ich blick nichts mehr. Egal. Egal. Melinas. Ne, das ist tatsächlich. Stockholm. Wie pieps. Ach, dieser Vogel scheint einen Brief im Schnabel zu haben. Ark liest den Brief laut vor. Ich bin Majo und schreibe aus Sibirien. Ark, wusstest du, dass Neo-Tokyo zerstört wurde? Ja, ich war da in der Kanalisation und ein Löwe war auch da und ein kleines Mädchen. Und ach, das war alles ganz verrückt. Ein Virus namens Asmodeo löste die Katastrophe aus. Wir müssen Beruga das Handwerk legen. Oder die Welt geht unter. Lord Kumari hat einige Landsleute um sich versammelt. Wir ziehen zum Laborturm in Ostsibirien, um Beruga zu stoppen. Das sind die mutigen Kämpfer. Fida, die Lady mit dem Schwert. Roy, der frühere Söldner. Und meine Enkelin Maylin. Denn sie, ja. Sie, ja. Ich, ja. Ach, wenn du diese Zeilen liest, dann eile uns zu Hilfe. Wir treffen dich am Laborturm in Ostsibirien. Macho! Das macht viel Sinn mit Melin. So, Vögelchen. Trellerö macht es. Jetzt kann man sich auch mal umgucken. Aber ihr wird bestimmt nirgendwo. Ach, alles ist kaputt hier. Und jetzt muss ich erstmal durch den fürchterlichen Wald, wie es aussieht. Und da gibt es hier eine Abkürzung. Gibt es hier eine Abkürzung? Lügt mich nicht an. Lügt mich nicht an. Es gibt hier eine Abkürzung. Ja, komm hier. Hier drin ist die Abkürzung. Ach, alles kaputt hier. In Abkürzhausen. So. Dann marschieren wir halt zu Fuß durch den schrecklichen Terrorwald. Der ja nun nicht mehr schrecklich sein kann, weil wir ja also schon zig Level. Ach ja, und da geht's direkt los. Statt sie sich ja was einfallen lassen, dass man einfach. Ach, naja, was soll ich sagen? Jetzt muss ich ja auch noch. Ja! Warum jetzt. Muss ich auch noch hier die Leute töten, von denen erzählt wurde. Oh, jetzt muss ich erstmal den scheiß Weg wiederfinden. Oh. Oh, nein. Oh Gott. Weiß noch irgendjemand, wie es irgendwo lang ging? Das sieht doch mal gar nicht so verkehrt aus. Ja. Ja, nichts in Sicht. Was ist hier los? Beweg dich. Ach, du ahnst es nicht. So, dann hier rum. Nee, da runter. Behaupte ich jetzt einfach mal. Ja, hier sind wir ja schon fast richtig. Das kann ja nur noch besser werden. So, dann jetzt hier runter. Ja, aus der Bahn. Meine Güte. Also, das macht mich jetzt schon wieder richtig. Also, frisst mich das an oder frisst mich das. Es frisst mich an. Dass ich hier jetzt irgendwie. Und dann ist hier immer irgendwie. Oh. Benutze Axt mit Wald. Ja, aber Brücke. Nee, hier geht's auch irgendwo lang. Aber nicht hier. Hier war mal was. Ein Kristall, glaube ich. Oder Melin stand da, glaube ich. Ja, aber man weiß es nicht. Müsste man mal abgleichen mit den älteren Folgen. Dann irgendwann vor. Das war Folge, schieß mich tot. Also, irgendwas mit 40 vielleicht. Gehen wir mal hier lang. Ah, das sieht vielleicht ganz gut aus. Man weiß es nicht. Werde jetzt aber auch keine einzige Sekunde damit verschwenden, auf die Karte zu gucken. Weil ich bin ein echter Held. 1082. Also, aber gut, das sind ja auch Urstalt. Ich bin erstaunt, dass ich jetzt also nur Level 30 bin. Hätte gedacht, ich komme auf ein höheres Level. Aber dem ist nicht so. Ich meine, da kommt ja wirklich jetzt also theoretisch nicht mehr viel. Denke ich mir mal so, man weiß es nicht. Ich meine, ich kann natürlich wieder 50 Millionen Meilen lang. Was? Welcher Satz fängt so an?
Ich kann ja natürlich jetzt hier wieder Ewigkeiten rumhören und Sachen nicht finden. Zum Beispiel den sibirischen Superturm. Wer weiß, wo der ist. Und sieht schon so aus, als ob ich hier wieder 50 Millionen Meilen lang rumirren würde. Aber man sagt nicht. Ja. Hier geht's auch gar nicht lang. Verdammte Wolfskiss. So, dann ist doch. Jetzt ist ja gut hier. Ich habe jetzt gar keine Lust mehr, zu kämpfen. Gibt's ja kein Repel oder so? Pokémons. Brücke! Brücke klingt doch eindeutig vernünftig. Ja, so. Raus aus dem verdammten Wald. Und hinein in den Meteoritenschauer. Ja. Irgendwo lang halt. Hier habe ich eine Glocke noch? Ich weiß nicht. Aber das sieht aus wie der Ausgang. Zentral, schön gelegen. Ach, du ahnst es nicht. Einfach immer runter. Da kann gar nichts schief gehen. Nur fester. Schön. So, draußen. Puh. Und nun? Sibirien. Wo mag Sibirien sein? Da wohnt nur der alte Molly. Wie es dem wohl geht. Molly! Mal sehen, was er zu sagen hat. Der ist immer noch alt. Ich weiß alles über die Welt, wird nämlich Molly. Westlich liegt der nur fester Wald. Östlich liegt der Mooswald. Oder Wasserstand. Aber das war's auch schon. Seine Existenz ist berechtigt gewesen. Einst. So, so, jetzt wo ich hier bin, würde ich behaupten, muss ich irgendwo anders hin. Nee, da will ich nicht. Sibirien! Berugas Turm. Ne, das wird aber ja Berugas Festung sein, nehme ich mal stark an. Das heißt, ich muss erstmal wieder ins Flugland. Das sieht nicht aus wie ein Turm. Sibirien, Sibirien. Erdkunde 4. Tja, Sibirien. Ich wusste, es gibt einen Haken. Aber ich denke, ich fliege mit dem Flugzeug einfach dahin, wo Beruga zuletzt war, und dann passt das schon. Das wird schon passen. Hier liegt Sibirien. Na Mensch, tipptopp. Das ist wahrscheinlich besagter Turm. An der Stelle, wo ich mir dachte, oh mein Gott, warum ist da nichts? Da ist jetzt der Turm. Grandios. In dem Sinne heißt es jetzt erstmal zum Flugzeug. Meine Güte, meine Güte, meine Güte. Die Ereignisse haben sich überschlagen. Das gibt's ja gar nicht. Da weiß man gar nicht mehr, wohin mit den Worten. Oh Gott, dieses ewige Fahren. Warum hat das Flugzeug Beschleunigung und das Schiff nicht? Hätte man, also okay, es macht keinen Sinn, hätte es Beschleunigung, aber hätte man auch aus Nettigkeit einbauen können. Final Fantasy 8 wurde ja jetzt released für PC auf Steam, also neu released, das gab es ja schon damals, zeitnah zum PlayStation Release. Da haben die Entwickler offiziell ein Cheat-Modul eingeführt. Ich habe es nicht getestet, ich habe das Spiel nämlich nicht. Hab nur davon gelesen. Womit man automatisch die Zauber drawen kann. Also man startet quasi mit einem Gepäckrucksack voller Zauber, was die ganze Sache erheblich erleichtert. Eigentlich zu sehr erleichtert, würde ich fast behaupten. Es nimmt zwar die Zeit, also es verringert die Zeit, die man braucht, um zu grinden, aber dann hat man ja automatisch 100, weiß ich nicht, Feuer gekoppelt an seine Stärke, und dann ist man ja also viel zu imbar, wenn ich das mal so sagen darf. Das ist schon verrückt. Außerdem ärgert es mich, dass ich mal 6 Stunden lang wie blöde im Anfangsgebiet von irgendwelchen Gegnern Zauber gezogen habe. Wo zur Hölle will ich hin?
Hier muss doch das irgendwo sein. Wop, wop, da ist er. Naja, gut. Ich glaube, man kann sich auch nicht alle Zauber automatisch geben lassen, sondern nur so einfache Zauber. Also man hat jetzt nicht plötzlich 100 mal Meteor und 100 mal Ultima oder so, aber... Dennoch. Aber was soll's? So, wir wollen jetzt in den super tollen Beruga-Turm. Da gehen wir hin und klingeln Sturm. Haha, so. Also, wunderhübsch. Melin. Tatsächlich, Melin. Oh, die ist, glaube ich, erwachsen geworden. Wie es aussieht. Perry ist da? Was? Der Krieger Perry. Hopp. Oh, das ist Perry. Ich weiß, wo wir Beruga finden. Na endlich, du bist da. Dieses Berugas Laborturm. Hoch oben geschehen grausame Dinge. Mir scheint, dass Beruga von einer höheren Macht gelenkt wird. Er predigt, dass ein Wesen des Untergrunds die Welt befreit. Ich weiß nicht, was es für ein Wesen ist, doch ich fürchte es. Kumari hat verkündet, dass Nuark die Welt befreien wird. Wir werden alles tun, um zu helfen. Perry, lass uns durch eine andere Tür eintreten. Ark, ich vertraue dir Melin an. Ja, whatever. Endlich kann ich mein Skateboard einsetzen. Yeah! Ark, versuche nicht mehr hier aufzuhalten. Wie aufregend! Der König der Tiere beschützt mich. Ich hoffe, Liam weiß das auch. Sie ist nicht größer geworden. Ark! Wir kommen doch am Stück hier heraus, oder? Dort vorne ist eine Überwachungskamera, die über mich, die übernehme ich. Ja, wie lange übernimmt sie das denn? Oh. Oh. Hopp. Da war das Geräusch. Gut, Ark, ich bin beruhigt. Ich bin ja auch kein Kind mehr. Was ist denn da schon wieder schiefgegangen? Ich glaube nicht, dass die Kamera uns wahrgenommen hat. Valerö, endlich kann ich meine Fähigkeiten nutzen. Das habe ich vorher noch nie getan. Ha! Los gehen wir gefährden die anderen, wenn wir hier bleiben. Da, Vorsicht! Ein Robot her! Ich werde ein Trugbild schaffen, das uns tarnt. Geh du vor. Ja, wohin gehe ich? Gehe ich darüber? Nein, gehe ich nicht. Aha. Aha. Verstehe. Glaube ich. Wow, was sind drei Teufels nah am Greifomat? Ja, als ob. Au, au, ouch! Ach, Perry war das. Oh, hör mal. Hahaha, bist du überrascht? Roy hat den Kran gesteuert. Boah, deshalb hat alles so gewackelt. Ich hätte nie gedacht, dass Heldsein so schwer ist. Beschwer dich nicht, lass uns weitermachen. Yeah! Baba, baba. Ich glaube, die Laserstrahlen kommen von dort. Major hat die Gabe, in die Zukunft schauen zu können. Er wusste, dass sie Laserstrahlen verletzen würden. Dann ist er gestorben, hm? Endlich kann ich mein Skateboard einsetzen. Yeah, warte hier, ich werde die Feuerluke verschließen. Da geht's los. Er ist wirklich schneller als Melin. Alles klar! Ark, jetzt geht's los! Voll gut. Nun, was hältst du davon? Ich werde dich mit Melin begleiten. Ark, du gehst vor. Ah, ist das funky oder was? Ein Schwein, noch ein Schwein. Die sehen mich natürlich jetzt eigentlich alle und schmeißen sogar nach mir. Aber das bringt ihnen nichts. Dann wollen wir mal hochwendeln. So, und hier rüber runter. Oh, Vorsicht, die Blöcke. Oh nein, die Vorwürdi wirft also